Ruffys Lebensziel seit seinem 6. bis 7. Lebensjahr ist es, eine Crew zusammenzustellen und das One Piece zu finden. Er will das One Piece nicht nur für Reichtum oder Macht, sondern behauptet, der Titel des Piratenkönigs trägt derjenige, der die größte Freiheit hat. Es gibt zwar einige gute Theorien darüber, dass Ruffy nicht derjenige sein wird, der das One Piece findet, aber nehmen wir mal an, dass er für uns in dieser Diskussion definitiv der Piratenkönig werden wird. Ruffys Ziel, der Piratenkönig zu werden, wurzelt in seiner Interaktion mit Shanks. Shanks gab nämlich Ruffy seinen Strohhut und bat ihn, ihn zurückzugeben, wenn er ein großer Pirat wird. Obwohl Shanks Tod sehr wahrscheinlich ist, ist es dennoch garantiert, dass Ruffy seinen Strohhut, möglicherweise sogar an Shanks Familie oder Sohn, weitergibt, nachdem er der Piratenkönig geworden ist. Frage ist aber, wird Ruffy dieses Ziel überhaupt erreichen oder vorher schon draufgehen? Ja, es klingt ganz komisch, wenn man es so sagt, aber haltet euch fest und bleibt bitte dran, denn vieles ist schon in Vergessenheit geraten, aber Ruffy ist öfter schon fast draufgegangen oder hat sogar ein Stück seines Lebens wortwörtlich hergegeben für einige Aktionen. Mehr als alles andere ist Ruffys stärkstes Attribut sein Durchhaltvermögen. Er scheint einfach nie aufzugeben. Aber ist das eine gute Sache? Nun ja, es ist für uns als Leser sehr unterhaltsam, aber Ruffys Gesundheit muss darunter leiden. Seit dem Timeskip haben wir im Wesentlichen keine Nachteile bei der Verwendung von zum Beispiel G2 und G3 gesehen. Jedoch als Ruffy diese Techniken zum ersten Mal entwickelte, forderte sein Körper ein schweres Tribut. Wie von seinem Feind hervorgehoben, Ruffy verliert jedes Mal einen Teil seiner Lebensspanne, wenn er G2 und G3 benutzt, zumindest damals, während er seinen Körper über eine Grenze hinaustreibt, die eigentlich nicht übersprungen werden darf. Man kann auch mit Sicherheit sagen, dass jede neue Technik, die Ruffy entwickelt, seinen Körper noch weiter über seine Grenzen hinaustreibt, was zu einem starken Rückgang seiner Lebensspanne führt. Das wird mit dem Gear 5 wahrscheinlich auch so sein, jedoch haben wir da noch keine Nachteile genannt bekommen, wird wahrscheinlich aber in Zukunft passieren, denn so eine starke Fähigkeit wie das Gear 5 muss irgendwelche Nachteile haben. Selbst das Gear 2 hatte damals extreme Nachteile, dann denke ich, dass das Gear 5 nicht einfach eine Fähigkeit ist, die man ohne Grund und ohne Ende einfach so nutzen kann. Der heftigste Punkt in der Geschichte war aber meiner Meinung nach der Schaden, den Ruffy während der Ereignisse von Impel Down und Marineford erlitten hat. Ruffy wurde schwer vergiftet und dem Tod zurückgelassen. Später unterzog er sich einer äußerst schmerzhaften Prozedur, um sich rechtzeitig zu erholen. Außerdem gab Ivankov Ruffy mehrmals eine Adrenalinspritze, die auch seine Lebenszeit wegnahm. Er war zu erschöpft, um sich zu bewegen und wollte immer noch Ace retten. Jedes Mal, wenn Ruffy Ivankov einen Adrenalinstoß abnahm, opferte er einen Großteil seiner Lebensspanne. Und Oda, der Schöpfer dieser Serie, hätte dieses Detail nicht so sehr betont, wenn es sich nicht ausgezahlt hätte. Oder wollt ihr mir sagen, dieses Easter Egg, sage ich mal, dass das seine Lebensspanne nimmt, wird einfach eingeführt und wird nie wieder erwähnt und spielt gar keine Rolle mehr in der Geschichte von One Piece? Alles, was erwähnt wird, spielt irgendwann eine Rolle wieder in One Piece. Und erst recht so eine Sache, dass Ruffy hier mehrmals eine Spritze bekam, die ihm Lebenszeit nimmt, denkt ihr, das wird einfach so nicht behandelt? Ich finde, das ist ein großes Indiz dafür, dass später am Ende von One Piece Ruffys Leben oder seine Lebensspanne eine große Rolle spielen wird. Weil sonst hätte Oda das nicht so aufgebaut und nicht so eingeführt. Es wird definitiv seine Rolle spielen und das ist auch der Ursprung oder ich sag mal der Hauptgedanke dieses Videos. Warum hat Oda solche Sachen eingeführt in der Geschichte, die so viel mit Ruffys Lebenszeit oder Lebensspanne zu tun haben, wenn er es später nicht behandeln wird? Und das ist für mich ein großes Indiz dafür, dass er in Zukunft sterben wird oder sein Leben oder seine Lebenszeit eine sehr, sehr große Rolle spielen wird. Es hätte ja keinen Sinn, das zu sagen, dass Ruffy seine Lebensspanne verliert, wenn wir es nie sehen würden. Oda ist ein Meister der Foreshadowings und hat seiner gesamten Serie Hinweise hinterlassen, die auf den unvermeidlichen Tod von Monkey D. Ruffy hinweisen. Tut jetzt schon weh, es zu sagen, aber es ist einfach so. Denn da gibt's auch nochmal die Parallelen zu Gold Roger. Nach allem, was wir gesehen haben, ist Ruffy die Parallele zu Roger. Obwohl Ruffy einen einzigartigen Charakter hat, ist er Roger sehr ähnlich. Dies wurde auch von Shanks bemerkt, als er mit Rayleigh sprach. Nach dieser Formel der Parallelen wird Ruffy sehr wahrscheinlich genauso, ich sag mal jung, sterben wie Roger.
Dies liegt auch an dem Konzept des vererbten Willens in einem Stück. Selbst wenn eine Blutlinie gelöscht wird, kann der Wille einer Person von einer anderen Person weitergeführt werden. Und das wird so lange passieren, bis Ruffy der Piratenkönig wird. Und glaubt mir, wir sind jetzt schon am Ende von One Piece, das wird Ruffy nicht mit 90, sondern relativ früh. Noch dazu kommt die Freiheit des Piratenkönigs. Während die meisten Piraten da draußen Ruhm wollen, Reichtum und Macht, möchte Ruffy den Titel des Piratenkönigs für die Freiheit beanspruchen. Stellt euch aber jetzt mal einen alten Ruffy vor. Auf derselben Insel festgefahren, von Krankheiten betroffen wegen seinen Fähigkeiten und mit einer Familie niedergelassen. Klingt das für euch nach Freiheit? Mit zunehmendem Alter nimmt der Freiheitsgrad einer Person ab, erst recht in der One Piece Welt. In One Piece geht es um die Träume junger Männer und um die Abenteuerlust und daraus resultiert der Ruffys Freiheitswille. Eines dieser sympathischen Dinge an Ruffy ist, dass er nicht an die Gesetze der Welt gebunden ist, er macht, was er will. Und meiner Meinung nach wird Oda das nicht ändern. Oda wird definitiv keinen Ruffy entwerfen, der alt und reif ist und durch Verantwortlichkeiten eingeschränkt wird, so wie Kishimoto den erwachsenen Naruto entworfen hat. El Kishimoto. Oda wird das definitiv nicht machen. Ich will keinen alten Ruffy sehen, der festgefangen ist in einer Hütte, wie die alte Sau Dardan und auf Kinder aufpasst. Nein, 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 das passt einfach nicht zu dem Ruffy, der die Freiheit will. Ruffy präsentiert den zentralen Aspekt der Geschichte und um die ursprünglichen Eigenschaften zu bewahren, die der Protagonist, die Sorglosigkeit und die Reinheit definiert haben, glaube ich, wird Oda lieber diesen Charakter töten, statt ihn so an sich komplett zu verändern. Und nach diesen ganzen Fakten und diesem Video solltet ihr auch denken, okay, mit Ruffy wird es sehr, sehr wahrscheinlich zu Ende gehen. Dieser Typ wird entweder sterben oder One Piece wird enden, bevor er alt ist. Und ich denke, dass er stirbt, kommt hier mehr in Frage. Ja, Ruffy wird am Ende der Geschichte meiner Meinung nach sterben. Entsprechend dem Jahr der Prophezeiung wird das One Piece bald entdeckt und die Geschichte wird abgeschlossen sein. Ruffy muss sterben, damit die Geschichte von One Piece zu einer Legende wird. Damit die News zu Erzählungen werden und die Charaktere zu vergangenen Helden. Und ich finde, es gibt keinen Weg drumherum. Oder ihr stellt euch natürlich gegen diese Theorie und wir sehen einen alten Ruffy, der irgendwann aufgrund von seinen Fähigkeiten von dem Schaden eingeholt wird und todkrank wird und dann einfach nicht mehr in der Freiheit lebt. Ruffy soll keine Sekunde aus seiner Freiheit genommen werden und deswegen muss er einfach irgendwie sterben. Klar ist der Tod auch, dass man seine Freiheit nimmt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Für die DSS recht, die beim Tod lächeln, ist der Tod eigentlich nicht der Tod oder die Entnahme der Freiheit, sondern was ist ganz, ganz anderes, keine Sache, vor dem die Angst haben. Deswegen schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Denkt ihr, Ruffy wird sterben? Und auch eine wichtige Frage, wird es eine öffentliche Hinrichtung? Anders als die Theorie, die ich jetzt genannt habe. Oder denkt ihr, es wird einfach ein Tod aufgrund von seinen Fähigkeiten, aufgrund von seinem Körper, wie hier in diesem Video aufgezählt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das war's von mir. Peace out, euer Kanister.